So, wo ist jetzt schon wieder meine Kamera? Aha. Leute, ich muss sagen, ihr werdet immer kreativer. Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Hashtag AskKulter. Ihr habt mir wieder ein paar tolle Fragen gestellt auf YouTube und auf Twitter. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den YouTube-Fragen an. Und zwar habt ihr die ja unter mein eines Video gestellt, das kein richtiges Video war, weil ich so kaputt war vom Training, bla bla, wisst ihr ja Bescheid. So, und zwar fangen wir auch mal direkt an hier. Ich nehme das Video gerade am selben Tag auf, wie das Video online kommen wird. Das heißt, weiß gar nicht, wie viel es ist heute. Auf jeden Fall ist es gerade 11:05 Uhr morgens und bin ein bisschen früher aufgestanden hierfür. Und fangen wir an mit der Frage von Sharkin, Hashtag AskKulter. Freust du dich auf deinen 44er Bizeps? Ich gehe jetzt trainieren und deswegen die Frage. Und ich finde 44 ist ein bisschen wenig, Charlie. Also da muss auf jeden Fall mehr. Nee, ich will hinterher aussehen wie Hulk. Deswegen muss ich mich nur noch grün anmalen und dann passt es. Nächste Frage von Shakespeare, Hashtag AskKulter. Wie oft gibst du dir einen Facepalm, wenn du mit Sharkin spielst? Das ist eine sehr gute Frage. Also das kann man an zwei Händen nicht mehr abzählen. Ich glaube so 20 Mal ungefähr, weil mit Charlie kann man einfach nicht serious spielen. Der macht einfach so viel Scheiße immer, Leute. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Aufnahmen ich mir versuche, wenn ich mit dem irgendwas aufnehmen will, ne? Also bestimmt so 50 Stück. Also, eigentlich würde ich gar nicht mit ihm aufnehmen, aber ja, wir haben einen Vertrag unterschrieben und ich bekomme da mal Geld für, deswegen, ja, juckt mich nicht. So, nächste Frage von Niklas Wilke, Hashtag AskKulter. Wie groß ist deiner so? Ich habe keine Ahnung, wie groß mein Bizeps ist. Das meinst du ja bestimmt und, jetzt, also ich habe auch erst einmal trainiert, Niklas, deswegen, ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Da musst du dich schon noch ein bisschen gedulden. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal was dazu irgendwann mal später sagen, ja? Also nicht traurig sein, aber es kommt noch. So, nächste Frage von Delex Graphics. Hashtag AskKulter. Kannst du mal wieder eine Challenge machen? So, erstmal hier, du kleiner Faulpelz, wolltest mir noch ein paar Designs machen, ne? Das merke ich mir. So, und jetzt zu deiner Frage. Klar kann ich mal wieder Challenges machen. Ihr habt mir auch schon ein paar Challenges gestellt und mein Auge juckt gerade. So, ihr habt mir auch schon ein paar Challenges gestellt unter dem letzten Video oder so. Und da werde ich auf jeden Fall mal eine jetzt, glaube ich, am Wochenende von machen. Das heißt, dass eventuell das morgige Video aus so einer Challenge bestehen wird. Muss ich gucken, wird, glaube ich, ganz lustig. Und ja. Nächste Frage von Mattia Basta, Hashtag AskKulter. Wann spielst du mal wieder Mario Party? Also Minecraft Mario Party. Gute Frage. An sich ist das ja auch ein ganz cooler Spielmodus und sowas. Und den könnte ich eigentlich ruhig mal wieder spielen. Ich spiele ja ab und zu auch mal so privat. Das heißt, ihr könntet mich eventuell auch mal auf dem Cytoxin-Server antreffen. Wenn ich da gerade spiele, mache ich immer so zwischendurch. Oder wir könnten auch mal eine Community-Runde machen über Twitter. Das geht natürlich auch. Also, da stehen uns alle Möglichkeiten offen und kann ich aber auch gerne mal wieder auf meinem Kanal bringen. So, dann jetzt hier zu den Twitter-Fragen. Und zwar fragt Lisa, Snape, Lily Plays, wie auch immer, Hashtag AskKulter, wenn du die Wahl hättest, in einer Welt deiner Wahl zu gehen, allerdings ohne Freunde, Familie etc., machst du es? Naja, also wäre bestimmt schon cool, so der Erfahrung wegen, aber so ganz ohne Familie, Freunde und sowas könnte es dann doch etwas langweilig werden. Und deswegen ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, ich würde mich dagegen entscheiden, weil was will ich da alleine, ne? Es sei denn, ich habe keine Freunde und keine Familie, dann würde ich es natürlich machen. So, nächste Frage von It's Erik YouTube Hashtag AskKulter. Was verbindest du mit mir? Wehe, du sagst nichts. Was verbinde ich mit dir? Was verbinde ich mit dir? Das ist eine gute Frage. Nichts darf ich sagen, dann sage ich einfach mal gar nichts. So. Eiskalt. Nächste Frage von Lele 0917, Hashtag AskKulter. Sommer, Herbst, Winter oder Frühling? Auf jeden Fall der Sommer. Ich bin so ein Sommermensch, wobei, wenn es zu heiß ist, ist es auch ein bisschen eklig. Ich habe ja hier eine Holzwohnung, wie ihr schon sehen könnt, alles so aus Holz. Und im Sommer schlafe ich hier unter anderem bei 40 Grad und das ist nicht so das Geilste, sag ich mal. Und deswegen Sommer, aber es darf nicht zu heiß sein. Und das war ja letztes Jahr leider so, deswegen Fail. Ich bin auch so einer. Das schmiert sich nicht mit Sonnencreme ein, weil ich hasse das einfach, da verbrenne ich lieber. Aber ist auch eine andere Sache. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Abo da. Das waren jetzt die Fragen vom Hashtag AskKulter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein, bis dann, ciao.